Fußballgott, das muss man über Bastian Schweinsteiger wissen. Bastian Schweinsteiger ist ein ehemaliger deutscher Fußballer. Er wurde am 1. August 1984 in Kolbermoor geboren. Mit 3 Jahren begann Schweinsteiger das Fußballspielen beim FV Oberaudorf. Im Jahr 1998 wechselte er in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Nur 4 Jahre später feierte er seinen ersten Pflichtspieleinsatz bei den Profis, als er beim 3:3 gegen den RC Lens in der Champions League eingewechselt wurde. Mit dem FC Bayern München wurde er 8-mal deutscher Meister und 7-mal Pokalsieger. Im Jahr 2013 holte er mit den Bayern als erstes deutsches Team das Triple. Im selben Jahr wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Im Jahr 2014 führte Schweinsteiger die deutsche Mannschaft zum Weltmeisterschaftstitel in Brasilien. Sein Einsatz im Finale blieb unvergessen. 2015 wechselte der Fußballgott von München zu Manchester United. Dort erlebte er eine durchwachsene Zeit, konnte aber den Pokal, den Ligapokal und die Europa League gewinnen. Doch in der Zeit fand er sein privates Glück und heiratete am 12. Juli 2016 die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic. Das Paar hat mittlerweile 3 gemeinsame Kinder. Im Jahr 2017 folgte schließlich der Wechsel in die US-amerikanische MLS zu Chicago Fire. Dort absolvierte Schweinsteiger insgesamt 92 Partien. Im Oktober 2019 verkündete Bastian Schweinsteiger sein Karriereende als Fußballer. Seit 2020 tritt er als Fußballexperte in der ARD auf.